Angriffe auf die Pressefreiheit zu. Er ist Polens wichtigster Oppositionspolitiker, Donald Tusk. Der EU-Ratspräsident hält heute zum Tag der Verfassung in Polen eine Rede an der Warschauer Universität. Der private Sender TVN24 überträgt live. Das öffentlich-rechtliche Programm TVP-Info dagegen zeigt eine Militärparade. Bei diesem Sender hat der Journalist Jan Lubinski bis vor 3 Jahren als Fernseh- und Radiomoderator gearbeitet. Er wurde von seinen Chefs unter Druck gesetzt, nur noch regierungsfreundlich zu berichten, er kündigte. Ich hatte keine Luft mehr zum Atmen. Es kamen Leute, die keinen Widerspruch erlaubten. Sie erwarteten, dass wir nur auf eine Art berichten, uns bedingungslos unterordnen. Das merkt man heutzutage an den Sendungen. Da bleibt kein Platz für Zweifel, Freiheit, Pluralismus. Ende 2015 war die nationalkonservative Partei unter Mehrheit ins Parlament gewählt worden. Mehr als 200 missliebige Journalisten wurden kurz danach bei TVP entlassen. Die Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegte Polen vor Amtsantritt der Peace mit Platz 18. Seitdem ging es kontinuierlich runter. In der Liste für 2019 steht Polen auf dem 59. Platz von insgesamt 180 untersuchten Staaten. Die wichtigste Ursache ist die vollständige Übernahme der Medien durch die Regierungspartei Peace. Das ist eine Revolution, die mit einer Herr Nordwinski arbeitet jetzt als Publizist bei einer unabhängigen Zeitung.